Mit milliardenschweren Rettungspaketen hat die EU in den letzten 3 Jahren versucht, ihre Sorgenkinder Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und zuletzt Zypern vor dem Kollaps zu retten. Im Gegenzug hat sie ihnen dafür einen rigiden Sparkurs abverlangt. War das die richtige Medizin? Als wirtschaftsstärkstes EU-Land haftet Deutschland derzeit anteilig für Irland, Portugal, Spanien, Griechenland und Zypern mit unterschiedlichsten Rettungspaketen und Krediten. Insgesamt beläuft sich der deutsche Anteil am Schutzwall um die Eurozone auf 310,3 Milliarden Euro. Eine klare Mehrheit der Deutschen geht für die Zukunft von einer Verschärfung der Euro-Krise aus. Nicht zuletzt der Finanzminister spricht weitere Hilfen für die Hellenen an. Doch weiteres Geld für Griechenland ist nicht im Sinne der Mehrheit der Deutschen. Ein Drittel der Befragten, 33%, spricht sich für weitere Kredite aus. 61% allerdings sagen, Griechenland solle keine weiteren Zahlungen erhalten. Nun gibt es eine Alternative zu Merkels Europolitik. Die Alternative für Deutschland könnte die erste erfolgreiche Partei rechts der CDU werden.